Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Grün. Blattgrün heißt das, nicht Grün. Im letzten Part haben wir viel geredet, bisschen und dann zweimal den. Schenkt mir Aufmerksamkeit! Ignoriert ihn! Geht alle zu mir! So, jetzt haben wir das Niveau wieder ein Stück gesenkt. Ja, erstmal, es tut mir leid, mein OBS oder irgendwas hat ein kleiner Spackeroni. Es hat mal wieder den letzten paar Sekunden nicht mit aufgenommen. Das heißt, wundert euch nicht, dass der letzte Part den Kampf gegen das Relaxo endet. Ich habe das Relaxo besiegt, ich habe das Upgrade bekommen und ja, ich hasse mein Aufnahmeprogramm und auf geht's in den Doppelturm. Ich müsste auch mit der Frau sprechen. Danke fürs Mitmachen. Ja, ich muss das wieder rausgehen, vergessen. Hallo, willkommen Trainerturm, bla bla bla, Fanversammlung bis zum Stockwerk, Trainer herausfordern, möchtest du warten? Doppelkampf. Auf die Plätze, fertig, los! Oh Herr, mit wem bestreite ich denn die Kämpfe? Bist du überhaupt noch da? Nein. Das mit Urin gelöschte Eddie stopst sie an und pinkelt dir ans Bein. Ans Bein? Ans Bein. Jetzt wisst ihr, wie Chris auf TS heißt. Er ist ein Shiny Psyana! Aber wenigstens kreativer als dein Name. Da ist ein Shiny Psyana! Warte mal. Das Teil sieht cool. Shiny Psyana ist cool. Es ist grün. Weiß. Ich hab selbst eins. Entweder habe ich noch irgendwo eins rumliegen in irgendeiner Edition auf einer Box oder. Wow! Das Blitzer hätten wir gerade fast mein Zapdos gewonnen-hittet. Cool! Stirbst du Blitzer durch das Erdbeben? Bitte sag ja. Ja, okay. Psyana gehst auch noch mit drauf. Ja. Also ich muss sagen, Erdbeben von Zitronenbaum und das Fliegen der Blitzi ist gute Taktik. Und Chris schweigt, das heißt, er macht schon wieder irgendwas. Nein, ich doch nicht. Du weißt schon, dass die ganzen TS-Geräusche mit aufgenommen werden. Weiß? Ja. Nein, also ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich anfangen werde zu laggen, sondern, genau, ich wollte einfach nur sondern sagen. Geil, Chris. Nein, also ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich anfange. Simsalat Hundemon. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht gleich anfange zu laggen, weil ich ein Video jetzt erstmal rendern werde, bis es dann automatisch auf YouTube hochgeladen wird. Was ist das für eine Taktik? Hundemon benutzt ja Schutzschild und Simsala setzt Sonnentag ein. Wahrscheinlich damit. Taktik an sich ist gar nicht verkehrt. Vielleicht ist das Ziel, dass man Hundemon am Leben lassen möchte. Keine Ahnung. Damit es dann in der zweiten Runde effizient irgendwie Feuerattacken spammen kann, würde ich jetzt so interpretieren, aber ob das jetzt wirklich auch so stimmt, weiß ich nicht. Es benutzt Flammenwurf auf mein Zapdos. Geil. Hä? Nein? Der Videokit. Weißt du, wie heißt das hier nochmal? Achso. Tschüss Simsala, tschüss Hundemon. Simsala wurde besiegt. Hundemon überlebt kein Erdbeben. Tschüss. Kampf Nummer 2 ist besiegt. Ich mache keine Strichliste mehr, das verwirrt mich nur noch. So, hinten muss ich kurz überlegen. Du kannst überlegen. Ja, komm, nimm mit. Ja, kann ich. Wirklich? Ja. Glaube ich dir nicht. Mache ich dann noch. Jetzt muss ich mich dafür wieder auf YouTube anmelden. Ja, geil! Habe ich gegen euch nicht gerade eben schon gekämpft?
Beschreibung notwendig. Gut, schreibe ich jetzt einfach immer Baum rein. Das reicht erstmal, denn das kann ich ja bearbeiten. Geowatz und Machomai. Oh, YouTube Autorisierung. Autototomie. Anatomie. Oh, es benutzt schon Schildscheiß Geowatz. Okay, das rendert. Okay, es rennt da. Ja. Nein. Doch. Kreuzzieher von Machomai trifft nicht. Geil. Ja, genau, benutzt Bohrschnabel auf Geowatz. Oh Gott, das kann sich jetzt wirklich nur um Stunden handeln. Gut, tschüss. Ich bin mal gespannt, wie lange es wirklich dauert. Also wir sind jetzt gerade noch. Wir sind gerade noch bei 0,9%. 1%. Stimmt nicht, wir sind bei knappen 6 Minuten. Ja. Kann ich auch. Alter, Geowatz, hör auf! Mein Zap, das ist tot. Alter. Hat das Felswurf eingesetzt oder was ist da ja. los? Und dreimal getroffen und ein Volltreffer. Autsch. Treffer, Volltreffer, tot. Treffer, Volltreffer, dead by daylight. Das ist eine ganz logische Konstellation. Treffer, Volltreffer ist gleich tot. Ja. Das ist einfach so. Wieso auch immer, es ist einfach so. Ja. Ja, ihr habt meinen Zapdos besiegt. Geh weg. Mann, ich will nicht älter werden. Der war gut. Ich will nicht älter werden. Du wirst es auch nie. Du bleibst immer der kleine, dumme Chris. Klein bist du. Das Traurige ist, das kann ich nicht mehr dementieren. Keifel und X-Bad. Hä? Keifel und X-Bad. Keifel. Okay. Was? Das X-Bad benutzt Gugasauger, genau, auf meinen Zitronenbaum. Gugelhupf. Genau. Welcher Kuchen weiß alles? Der Gugelhupf. Merkt man, dass ich eventuell hungrig bin? Du hast einen Wurst gegessen. Ja, aber ich hab Lust auf Kuchen. Zitronenbaum, das überlebst du. Zitronenkuchen wäre schon geil. Mein Zitronenbaum ist auch tot. Geil! Eifel macht's, ne? Na, wenn ich dann schon wieder verliere und das nochmal machen muss, dann. Rage quit und du schlägst mich wieder an. Ja, ich steinige dich nochmal. Nachdem ich dich getötet habe mit den Steinen, steinige ich dich einfach nochmal. Geil, da stehe ich drauf. Ich steinige deine Leiche. Stirb, Leiche, stirb! Obwohl, nein, ich mach's nicht, bevor. Bei negativ plus negativ gleich positiv, bevor du wieder zum Leben erweckt wirst. Ich mach das nicht. Sowas brauchen wir kein zweites Mal auf dieser Welt. Ich bin voll. Chris nicht, der ist leer. Verdammt. Auch im Kopf. Und sein Magen. Magst du mich? Ich dich nicht. Und er schweigt, Weißt du was witzig ist? Nein. Das mit Urin gelöschte Eddie stupst sie an und tritt dir ans Schienbein. Das mit Urin vollgewichste Eddie kann die Klappe halten. Ey! Bin ich vollgewichst? Du hast nur vollgewichst. Ey. Leute, ich habe ihm heute früh gesagt, um 21 Uhr nehmen wir auf. Der hat mich seit 18 Uhr belästigt. Wann kommst du auf den DS? Ja, mir war stinklangweilig. Dann geh aufs Klo, wenn du stinken musst. Du faul. Zu viel Information. Too much informations.
Nein. Möchtest du nicht endlich sterben gehen, scheiß Heiterer? Heiterer? Ja. Heilterer, was? Ja. Es rückkehrt sich. Oh mein Gott. Und schlägt meinem Kissen voll auf den Kopf. Hat sich der Balken überhaupt bewegt? Ich würde sagen, da findet wohl eine Kissenschlacht statt. Komm, der war nicht schlecht. Oh, Leute. Oh Gott. Man kommt wieder und der verreckt. Man kommt wieder. Dudes. Hab ich was gesagt? Ja, hab ich. Ja! Er ist gegangen freiwillig. Ey. So, wie weit ist das Rennen dann? Oh ja, das Heiterer hat überlebt. Geil, lass mich raten, mit gerade mal einem Pixel. Wahrscheinlich sogar nur ein KP. Aber es ist paralysiert. Ich weiß gar nicht mal, bei welchem Kampf ich bin. Frittiert. Genau, es ist frittiert. Es ist spontan in die Fritteuse gesprungen. Yay, Wasserbad! Vor allem freiwillig, ne? Ja. Ist ganz spontan rein und so, wow! Warte, gibt es eigentlich frittierte Eier? Ich kann dir deine mal abschneiden und in die Fritteuse werfen. Ey, stop it, wir können über alles reden. Obwohl, Murmeln kann man nicht grillen. Das macht Spaß, Leute. Das macht so Spaß. Das macht so Spaß. Ubis. Nein, Ursaring und Wie Senior. Er kommt ja auch selber hinaus. Ja, das Ursaring und seine männlichen Titten. Na. Beide haben Kreise am Bauch. Kreise, runde Bubis. So, Kannst du nicht wieder gehen? Nein. Es war so schön ohne dich. Aber. Geh einfach. Deine ganzen Zuschauer klicken doch nur deine Videos wegen mir an. Bild dir das nur ein. Bild dir deine Meinung. Badum. 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 Fünf. Lasst mein Kissen in Ruhe, es hat euch nichts getan. Das ist so flauschig. Ursaring ist tot, Ursaring ist tot. Und rat mal, wer da drin ist, und rat mal, wer da drin ist. Ursaring ist tot, da wurde wohl ein Pokémon niedergeringt. Oder umgeringt. Ich weiß jetzt nicht, was der richtige Begriff war. Halt einfach die Klappe. Nein. Verdammt. Dann kann ich der mal versuchen. Wie war das letztens noch, wo ich zu dir gesagt habe, halt den Mund? Du schreibst dann so, kann ich ihn jetzt wieder loslassen? Ja, ist doch so. Du sagst halt den Mund, dann habe ich meinen Mund festgehalten und dann hast du mich nicht mehr verstanden. Vor allem, ja wirklich, du hast ja nur irgendwas gesagt, das war so unverständlich, weil du dir halt tatsächlich den Mund gehalten hast. Ich habe nur gefragt, ob ich meinen Mund wieder loslassen kann. Kann ich meinen Mund wieder loslassen? Mhm. Okay. Nimm den Schwanz aus dem Mund. Okay, ich schiebe ihn wieder rein. Oh, oh, oh. Ich hab irgendwie tierisch Lust auf eine Tasse Kakao. Das Wiesenjahr hat fast meinen Sui gekrittet und getötet. Und hat Seegesang, Alter, sing nicht so, du scheiß Seemonster. Wieso hast du zweimal Amnestie drinnen? Die Weil ich so unglaublich vergesslich ist. Ich glaub's bald. Wirklich. Crittet mal bitte einer von euch, dann hätten wir das ganze Problem gelöst. Ja,
Kann ich nicht noch ein Jahr länger 22 bleiben? Nö. Warum nicht? Weil du alt bist. Bin ich alt? Doch. Nein. Doch. Nein. Du wirst bald 23. Du bist alt. Nein, ich bin nicht alt. Ich bin nur nicht mal der Jüngste. Das heißt, du bist alt. Durch nicht mal der Jüngste sein und alt sein ist ein Unterschied. Denk mal drüber nach, Bitch. Du bist alt. Nein. Doch. Mit 23 doch nicht. Doch. Das ist das Leben schon fast vorbei. Du hast schon ein Viertel von deiner erwarteten Lebenshaltung fast verloren. Aber kann ich nicht die Zeit irgendwie zurückdrehen? Dragonier und Landturn als nächstes. Warum kein Dragoran? Weil Dragoran scheiße ist und Land. Tschüss, Kissen. Ey. Landturn hat Eisstrahl benutzt auf mein Kissen. Es hat überlebt. Willst du das Dragonier töten? Alter, so. Auf der Straße läuft eine Katze. Das ist dein Rayquaza. Wieso habe ich mein Rayquaza bei dir? Frage ich mich auch gerade. Okay, tschüss, Kissen. Das Dragonier hat Wutanfall benutzt. Geil. Es ist wütend. Das kriegt ein Rage-Quit. Ich würde gern quitten. Aber nur wegen mir. Ja. Ja. Ah, das ist gut. Tschüss, Dragonier. Dragonier. Tschüss, Dragonier. Was ist Dragonier auf Englisch? Ich weiß es gerade nicht. Landturn benutzt Donner auf mein Gardevoir. Geil. Und trifft natürlich. Geil. Und one-hitted mit dem Crit fast mein... Alter, du Fuck-Fotzenviech. Wenn ich bitten darf. Was? Figaro, wenn ich bitten darf. Nein, Kack, Fotzenviech. Wenn es noch ein Donner benutzt, dann bin ich tot. Ich benutze eine Top-Genesung. Eine Top-Genesung? Ich hätte es wahrscheinlich sogar jetzt besiegen können, aber nein, ich versuch's gar nicht. Ich habe nur noch 3 Pokémon. Es ist tot. Dead. Ich habe Axel und Bär besiegt. Axel ist ganz schön jung geworden, muss man sagen. Du stehst doch auf seine roten Stacheln. Ach ja, warte. Das war gar nicht Anselm, das war Anselm. Geil. War zu blöd, Namen zu lesen. Garados und Rizoros, ja. Mhm. Noch ein Wunsch. Obwohl, ich habe einen Donnerblitz. Tschüss, Garados. Moment mal, dadurch, dass Rizoros ja Surfer lernen kann, kann dann der Rizoros nicht auf der Surfer-Attacke von Garados surfen können. Dein Ernst, Rizoros, du hast Blitzfänger. Okay, das ist gemein. Garados benutzt Donnerblitz. Dönerblitz. Garados, du hast nicht den besten Spezialangriff. Nur so als Randinformation. Und das macht das Rizoros, es benutzt viel Ender. Hat dieselbe Animation wie Hornbohrer. Tschüss, Sui. Oh, ich verliere das wieder. Freut ihr euch dann auf den nächsten 40 aus. Minuten Part? Dann lass ich dich aus. Live im Part. Live und in Farbe. Freut ihr euch schon auf den nächsten 40 Minuten Part? Ich nicht. Oh, jetzt benutzt dieses Fuckviech auch noch. Oh. Weißt du was? Hyperstrahl Garados. Klaue, das überlebst du. Das überlebst du natürlich nicht. Das ist alles. Bad Karma wegen mir an. Ja. Rayquaza gegen ein Garados und ein Rizoros. Und wenn es mich nicht täuscht, kommen dann noch 2 Kämpfe. Geil. Wenn ich diesen Kampf überhaupt. Ich. Leute, ich hab verloren.
Escada, das ist tot. Natürlich trifft es mit Steinhagel. Minroll, please. Nein, verloren. Applaus. Wird das jetzt zum Thema? Alter. Einmal verlieren, einmal gewinnen, oder was? Ich kaufe mir jetzt Beleber. Ich kaufe mir jetzt 70 Beleber und dann rocken wir die Scheiße. 70, Alter. Du brauchst die letztendlich nur 50 kaufen. Ich habe immer noch 797.000 Poké-Dollar. Alter, ja, alles mit off-stream, wollte ich schon wieder sagen. Off-screen-Training. Let's go again. Mir kommt irgendwie vor, als hätte ich das schon mal gemacht. Also es wäre an sich ganz cool, wenn irgendwie vor 0 Uhr das Video fertig gerendert ist. Es wäre ganz cool, wenn ich vor 0 Uhr das hier noch schaffen würde. Warst du nicht. Chris, hast du Lust, übermorgen noch mehr aufzunehmen? Ja. Oder morgen Abend am besten. Morgen Abend... Nein, wird nix. Wenn dann wirklich übermorgen. Dann nehmen wir übermorgen die letzten zwei Teile auf, weil ich habe jetzt dann keinen Bock mehr. Rage. Du ja wissen, Aufnahmeprüfung und so, morgen vorbereiten, rechtzeitig ins Bett. Und ach, das schaffst du eh nicht, also. Danke. Bitte. Ich bin der Optimist, ich sag dir die Wahrheit. Nein, du bist weder Optimist noch Pessimist, du bist Realist. Ich bin dominant. Ich wollte es gerade sagen, buddy disconnected from your channel. Weißt du, in dem Moment, wo du gegangen bist, wollte ich gerade sagen, buddy disconnected from your channel. Geil. Dann bist du einfach wirklich gegangen. Du hast eh nicht mehr zu sagen, hör auf. Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Ich glaube, ich nehme gleich selbst nochmal irgendwas auf. Mach doch hier live in der Aufnahme, in der Aufnahme. Das würde ich jetzt wirklich bringen. Nimm jetzt live irgendwas Neues auf. Nimm irgendein Informationsvideo auf. Komm, hau eins raus. Infovideo. Ich wüsste jetzt nicht, was ich an Infos bringen soll. Informiere über Samstag. Das landest du morgen hoch. Ja, könnte ich. Warte. So, da ist OBS drin. Ich will nichts sagen, weil mein Arsch juckt. Ich muss aufstehen. Natürlich überlebt dieses hässliche Fuckviech namens Simsala. Nein, OBS, du schmierst mir jetzt bitte nicht ab. Doch, schmier mir ein Butterbrot. Ja. Ja. Wieso habe ich eigentlich Sui ausgewechselt? Egal. Weiß ich selbst nicht. Ich weiß auch nicht. Feuerschlag auf meinem Zapdos, geil. Seit wann kann Simsala... Simsala benutzt Feuerschlag, wie interessant. Ja, nehmen wir es an. Was Dingens gedöns. Nimmst du jetzt auf, wirklich? Ja. Machst du jetzt wirklich ein Infovideo? Mach es. Ja. Geil! Das Bild. Geil. Dann wisst ihr jetzt alle, was Samstag passieren wird. Obwohl, ihr wisst es ja schon, wenn du es morgen hochladen. Du musst es am Freitag hochladen. Ja, gut. Du musst am Freitag hochladen, damit keiner gespoilert wird. Dann werden deine nicht gespoilert, was bei dir passiert, und deine Zuschauer wissen nicht, was hier passiert. Bitch. Also am Freitag hochladen, hast du gesagt? Freitag. Dann geht gut, dann was Bescheid. Und Bild. Hey, das macht schon eine Vorschau, und bei dir kommen wieder komische Geräusche und das nervt.
Sollte weg sein. Ja, ist auch weg. Und muss noch ganz kurz bitte an Bildschirm anpassen. Ich tanze gerade. Geil. Live in der Aufnahme. Gib mir mehr davon. Natürlich. Ich mach gerade den Mausgetanz. Geil. Keine Ahnung. Mir tun die Füße weh, mir tut mein Arsch weh, ich kann nicht sitzen, ich kann nicht stehen, also tanze ich. Hey, soll ich meine Violine holen? Nein. Ach stimmt, die hatten Gehör, warte, machen wir mal. Geil. 3. Warum bin ich hier so leise? Ich glaube, du bist sogar lauter als ich. Ja! Das ist merkwürdig. Das Wichtige ist immer laut. Ja, dann muss ja, das Wichtige hören. Wehe, du tötest mein Kissen jetzt genauso wie das Zapdos vorhin, scheiß Geowatz. Tschüss, Kissen. Warte, warte, warte. Ich will. Oh, jetzt benutzt du auch noch Schutzschild. Ja, also ich lasse das jetzt einfach so. Sollte, also man sollte mich immer noch deutlicher hören als dich. So. Aua. So. Natürlich funktioniert der scheiß Double Protect, du scheiß Wichser. Entschuldigung. Sehr gut, leise, ich starte jetzt kurz das Info-Video. Scheiß Hurensohn. Was? Nein, hab ich nicht gesagt. Gut. Hallo Leute und herzlich willkommen. Himmel! Gesicht! Von deine Mutter! Das ist total chaotisch. Was soll denn? Das ist total chaotisch. Boah. Und halt, 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 stopp, stopp, stopp. Herzlich willkommen aus der Ausnahme zu Aufnahme zu Blatt Grün. Was? Hör auf zu lügen, du hast daraus den, die Randomizer nach Blockregeln rausgehauen, also. Dann willkommen so. zum, wie heißt der Turm nochmal? Trainerturm, egal jetzt. Never mind. Kommt Leute, zu mir! Wenn ihr, kommt bei mir! Wenn ihr dieses Info-Video oder beziehungsweise Ankündigungsvideo seht, dann wird morgen ein 12-Stunden-Stream bei mir auf Twitch stattfinden. Schaut nicht vorbei! Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Schaut nicht vorbei! Ist ein kleiner Geburtstagsstream von mir. Schaut nicht vorbei! Und wie es gekonnt ignoriert. Und er ignoriert es weiter. Du bringst mich durcheinander. Halt auf die Klappe jetzt. Nein. Absicht, Bitch. Ey. Bay. Ja, also morgen Gesundheit. 12-Stunden-Stream von mir und ich bin jetzt einfach mal so gemein und sag, für jede Spende, die reinkommt, mache ich eine Minute länger. So, ich werde also einfach, werd einfach 20 mal einen Cent spenden, dann hast du 20 Minuten länger. Finde ich gut. Ja, egal. Keifel benutzt gut. Blizzard, aua. Gut, also Leute, danke fürs Zuschauen. Guck zu mir. Und wir sehen uns dann am Samstag nicht. Zusammen mit dem Chaoten da im Hintergrund. Also tschüss, Leute. Ja, ich bin leider dabei, ich wurde gezwungen. Tschüss. Bis spät. Hoffentlich gibst du mir das Geld. Das hat man nicht mehr gehört, aber egal. Aufnahmeordner. So. Küssen, das überlebst du, das überlebst du. Das überlebst du. Das Epileptik hast du. Epileptik. Apotheke. Umbenennen. Nehmen wir es einfach mal 12H. Beam. Nimm's oh. Chaot. K.O.-Treffer? Genau, K.O.-Treffer. So, ich nehme jetzt aber noch was anderes auf. Yay! Was geht's dieses Mal? Warte, das wirst du gleich hören. Ich muss das dann nur finden. Ich bin bei 30 Minuten übrigens. Geil. Ich habe keine Lust mehr. Ich breche das jetzt hier ab. Tschüss. So, ich habe die Aufnahme abgebrochen. Ernsthaft? Nein. Alter, dachte schon. Ich bin bei 29, ich bin kurz vor dem scheiß
Gesichtstrainer, der mich besiegt hat. Ich werde jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Geil. So werde ich zumindest mal die ganzen Top-Tränke los. Weil ich nach jedem Kampf erstmal 10 Stunden heile. Was nimmst du auf? Natürlich muss ich updaten. Wieso nicht online gehen? Betut's. B. Hytera und Akani. Kisten und der Zitronenbaum. Geil. Ja, super, jetzt kann ich das wieder nicht spielen, weil ich es neu updaten darf. Ja, geil. Warte. Was denn? As I was saying. Akani benutzt Schaufel und ich benutze Erdbeben. Trifft er noch. Das Altäre hält es für eine gute Idee, eine Normalattacke auf meinen Zitronenbaum einzusetzen. Okay. Das hier. Die KP von Hytera sinken so langsam. Tschüss, Akani. Es ist unter der Erde gestorben. B. Was soll ich da jetzt genau machen? Weiß ich nicht. Sterben? Ich bin confused. Sterben wäre die Lichtschild. Ich greife physisch an, mein Freund. Geil. Das war die dümmste Idee, die du machen jetzt können. Tschüss, Hytera. Halt's Maul, Terra, was? Entschuldigung, Terra, wenn du es siehst, tut mir echt leid. Ich hab dich lieb. Okay, irgendwas ist schon am Download. Das finde ich gerade Korall. Geil. Ich hoffe nur, dass es das auch ist. Falls nicht, hast du ein Porno. Ja. Genau. Gibst du wolltest schon immer mal ein Porno haben. Hä? Du wolltest schon immer mal ein Porno haben. Natürlich. 5-mal täglich. 2 oder mehr. Ja. Tschüss, Ursaring. Wahlband. Es überlebt mit einem KP. Geil. Und das Wiesenjahr spammt Amnesie. Aber sie. Adum. Schreib mal mit T. Schreib mal mit TSCH. Gute Neuigkeiten. Das Video ist vor 0 Uhr fertig gerendert. Das ist schon bei 82,1%. Jetzt auf Upload abbrechen. Ja. Ich hack mal schnell dein PC, warte. Porno laden, ja. Download. Speichern und hochladen auf YouTube. Genau. Ach übrigens, dein Passwort Helikopterfan 72 ist langweilig. Oder hast du es jetzt schon geändert, wieder zurück zu mein Penis ist geil? Oder hast du es wieder zurück geändert zu mein Penis ist groß? Der ist nicht groß. Woher willst du das wissen? Hab ich gegoogelt. Beim Google-Hupf. Ja. Oh Gott. Das ist der schlauste Kuchen der Welt. Ronin. Ja, Datei speichern. Planscher und eine hässliche Tusse. Ich kämpfe gegen Planscher und eine hässliche Tusse. Axel und Bea. Alle extrahieren. Ja. Fast richtig und so. Ja,
kopieren, 60 Elemente, 2,56 Gigabyte. Ja, danke, das kann sich echt... Alter. Bis 0 Uhr wird es nichts mehr. Natürlich paralysiert es mich mit Donner gleich wieder. Warum auch nicht? Ich meine, wer kennt's nicht? Petra. Das Lunala. Und jetzt kommt der Wutanfall auf meinen Zitronenbaum. Überlebst du das? Ja. Ja, mit einem KP. Sag ich doch. Und jetzt trifft mit dem Erdbeben. Bitte, 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 danke. Das hat keine Wirkung auf Kissen, das weiß ich. Töte das Landhuhn. Komm schon, bitte, lass es fast fertig sein. Landhorn ist tot. Und töte das Dragonier noch. Dragonier ist auch tot. Also jetzt habe ich mir Beleber gekauft und habe erst einen einzigen gebraucht. Vorhin, wo ich sie nicht hatte, sind reihenweise Pokémon gestorben. Jetzt stimmt nichts. Reihenhäuser? Ja, Reihenhäuser. Und wir sind bei 35 Minuten. Das ist richtig. Ich wünsche, es tut mir bei jedem leid, der sich das hier anguckt. Der hat den Rhinoceros und den Garados. Ich setze jetzt zuerst Klaue ein und Lemon Tree, damit dieses verdammte Lizaros wegkommt, dann kann ich Donnerblitz spammen. Bei den Gesichtern bin ich gestorben vorhin. Prima Paar. Das sind echt ein prima Paar. Ah, badumts. Badumts. Der Bedrower von Gyarados wird. Bitte lass es jetzt klappen. Bitte lass es jetzt klappen. Bitte lass es jetzt klappen. Nein. Nein, nein. Habe ich gerade wirklich. Habe ich das gerade wirklich getan? Ja, hast du. Hab ich das wirklich getan? Yes, you have. I mean. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, ich habe meine Klaue angegriffen. Natürlich klappt der Double Protect wieder. Ich habe keinen Bock mehr. Oh. Entschuldigung. Das was kotzt mich an. Genauso, wenn so ein Kackgegner zweimal Doppelteam spammt oder so irgendwas. Mhm. Kriege ich das Kotzen und zwar im Strahle. Nein! Oh! Bei mir spackt gerade dezent alles rum. Ich habe Durchbruch auf Garados eingesetzt. Weißt du, ich habe zwei Pokémon, die dieses Rizaros wrecken würden. Ich habe dem Ding noch keinen einzigen Schadenspunkt gemacht. Oh, Leute, ich hab keinen Bock mehr. Es macht keinen Spaß. Wenn ich jetzt wieder an diesen zwei Idioten verreck, dann starte ich die Aufnahme echt neu. BB. Okay. OBS will nicht mehr. Ich schließe das jetzt einfach. Okay. Das heißt, ich werde das einfach so spielen. Was kann OBS nicht einfach ausgehen? Pro. Schon wieder. Schon wieder. Mal wieder, meinst du eher? Ja. Das hast du so verdient, du Schwuchtel. Ich habe das Rizaros eingefroren, es ist aber gleich wieder aufgetaut, aber... Es zählt, es war ein Freeze. Und hallo von euch. Mein Mikro hat irgendwelche Probleme. Töte das Rizaros endlich, danke. Tschüss. Ich glaub's nicht. Werde ich den Kampf wirklich gewinnen? Gewinne ich diesen Kampf jetzt wirklich? Überstrahl von Garados. Alter. Was? Der ist gerade eine richtige Bockwurst. Wer? Hm? Wer?
Er? Wer ist eine Bockwurst? Wie? Achso. Egal, spiele ich jetzt einfach so. Bisschen Pro. Du bist aber kein Pro. Denn du bist low. Verdummt. Ich weiß, der war schlecht. Bitte sag mir, dass das der letzte Kampf war. Bitte, bitte, bitte. Oh ja, es war der letzte Kampf. Hallo, mir gehört der Turm, bla bla bla, macht Wind, bla bla bla. Drachenhaut erhalten. Also ich krieg dauernd die seltenen Dinger. Ich will nichts sagen, Leute, aber wir haben es geschafft. Mal wieder. Yay. Vor 45 Minuten. Boah. Es sind noch keine 45 Minuten. Ich hab